Hallo da draußen, schön, dass ihr wieder da seid. Weitere Folge Mad Max. Die Reparaturgeschwindigkeit von Kukamba oder wie der Typ da hinten nochmal drauf heißt, Chuala, keine Ahnung, kann ich in der Werkstatt verbessern. Jetzt sagt er mir aber, pass mal auf, wenn ich das hier verändern möchte, wenn man Chum bessere Werkzeuge gibt, kann er den Magnum-Opa schneller reparieren. Jetzt steht hier aber, Lütlands Mission, Schlüssel aller Schrauben. Chums, okay, schließt die zusätzliche Voraussetzung ab für Chums heiliger Schlüssel. Jetzt gucken wir mal bei Ödlands Mission. Ich glaube, Chums heiliger Schlüssel war einer nicht mit dabei. Das heißt aber auch, wir fahren jetzt mal direkt in den nördlichen Tunnel. Weil es ist eine Ödlands Mission und da muss es weitergehen, Leute. Dieses Lager ist noch nicht komplett, aber wie gesagt, die mache ich ein anderes Mal. Das ist mir echt ziemlich egal. Das müsste hier die Mission sein. Wir porten uns mal da hoch. Dann gehen wir mal die Ödlandsmission weiter. Wie gesagt, ist ja langsam echt ein Drama hier mit der Reparatur. Grifferzeichen, wie viele habe ich? Ja, ich habe auch ein paar zur Verfügung. Fahren wir da mal kurz vorbei. Tja, was war das denn, Jungs? Ah, damn it. Nope, nicht nur mir, meine Freunde. Okay, eigentlich wollte ich nur Grifferzeichen abgeben. Das machen wir jetzt nochmal. Leicht eskaliert die Folge schon wieder. Ich kann einfach bei dem Spiel keinem Kampf aus dem Weg gehen. Zumindest... Oh, Sniper. Ihr seht's. Oh, gut gemacht. Diese Grifferzeichen sind gar nicht verkehrt, muss ich sagen. Also ich kann wirklich... Ich bin auch gleich bald durch. Also wenn ich nicht täusche, brauche ich noch 4 oder 5, dann bin ich komplett von vorne bis hinten... Ja, dann gibt es nichts mehr zum Leveln bei mir. Hey, Schildkröte. Der labert aber auch einen Scheiß meistens. Naja. Danke für den Staub in meinem Gesicht. So. 4 Zeichen habe ich. 4 Zeichen brauche ich. Perfekt. Wir sind durch. Alles voll. Bestätigen. Es kommt überhaupt, ich krieg dafür keine Belohnung, gar nichts. Wohl alles voll ist, Fähigkeiten hier. Abgeschlossen, aktiv, neu, niederprügeln, what? Ach, guck mal, das wusste ich gar nicht, dass ich die nachgucken kann. Was fehlt mir denn hier? Flaggenwechselhilfe. Verringere die Bedrohung an einer Region vom Gutgeschäftsgebiet. Was? Die habe ich noch nicht bekommen? Ach, es war eine komplette Region. Verstehe. Alles da. Ja, sind aber auch nicht mehr viele, oder? Doch, ne, sind nicht mehr viele. Kamel durchs Nadelöhr. Führe zweimal einen 3 Sekunden langen Sprung in einem Sturm aus. Alles klar. Den ein bisschen nach Ant-Man, wo er durch die Tür springt, falls ihr den Film gesehen habt. Also durch das Schlüsselloch der Tür springt.
Wir sollten auch dieses Lager da mal in Angriff nehmen, wirklich. Also ich fahre jetzt nochmal hier rüber zum Pink Eye. Wenn mich das interessiert. Wegen dieser Wildlandsmission, die ich haben will. Zum Reparieren. Das Rostbauen gefällt mir übrigens sehr gut. In einem Auto. Nehmen wir kurz eine Abkürzung hier. Ja, Mad Max eben. Und auf dem Weg dahin können wir auch gleich da vorne diese Vogelscheu hier mit abbauen. Die sehr unangemessen im Weg steht. Oh, guck mal, Jungs. Wieder so eine Wassertruppe. Oh Gott, ich habe kein Wasser dabei heute. Nein. Das sieht mir auch selten. Nein, ich überfahre sie nicht. Ich wollte sie zwar überfahren, aber ich überfahre sie nicht. Heute tue ich dir mal nichts Böses. Ah, das Wetter sieht auch wieder krass aus. Sehr cooler Himmel im Übrigen. Das ist ja ganz Ziel hier, ich dachte, das wäre was zum Umfahren hier. Sieht aus wie ein Minenfeld hier. Ist ein Minenfeld. Holen wir uns die, ja? Nicht gerade ungefährlich die Strecke hier. Viele Sniper hier um mich rum. Ah, oh, damit vorbeigefahren. Geh weg. Okay, nur 3 Schuss in meiner Pump Action hier. In der Pump Action, ey.
Na, jetzt zieht er noch einen Sturm auf, Leute. Was geht jetzt ab? Harter Fight, ey. Nein, oh shit. Oh, oh. Das wird nichts. Oh shit, der Sturm ist direkt hinter mir. Fuck. Das wird heiß, das wird heiß. Das wird, oh Gott, das werde ich wahrscheinlich überleben. Holy shit. Nein, ich komme nicht ran. Oh fuck, Leute. Hey, nice. Haha, ein Dreirad natürlich vorne anbauen. Und sofort weg hier, ey. What the fuck, Leute, ey. Kann er nicht schnell reisen? Oh shit, ich komme da nicht raus. Damn it, man, was ist denn hier los? Nein, ich brenne. What the fuck? Echt heavy, sag ich euch, so ein Sturm, Leute. Nein, oh, dieser, was soll denn dieser Blitz, Alter? Damn it, ey.
Warum geht es denn nicht? Ah, oh, shit, man, kriegen wir nur die Fresse hier. Was zur Hölle passiert hier gerade? Wow, dammit. Wo ist denn der Schrott jetzt hin? What the fuck? Auto! Ich bin gleich tot, Leute. That's it. Alter Schwede. Also diese was auch immer diese Stimme sind, auf jeden Fall richtiger Terror. Da will ich nicht mehr bleiben. Ich hab noch ein bisschen Schrott gesammelt, ja, aber das war's auch schon. Die Waffenkammer kann gebaut werden. Ach Gott, das ist ja süß. Das ist alles um die Ecke hier. Die Schrottcrew. Plus, ich kann das ganze Gebiet jetzt hier abfahren. Das ist ja nice. Das war jetzt ja gerade richtig, richtig krass. Okay, das wird auf jeden Fall... ich werde hier unten wahrscheinlich... Nee, ich mache als erstes die Mission weiter, wie geplant. Okay, Pink Eye. Wo ist sie denn? Die Tante da oben sitzt. So, jetzt muss ich erstmal einen Weg da hoch finden. Yeah, Sackgasse. Danke für nichts. Wo ist denn hier der Weg nach oben? Sahnetreppe? Ja. So, Frau Rollstuhlfahrerin, erzähl mir mal was Cooles. The time has come for us to uproot. There is no way we can stand up to Gastown. I'm sending my young ones away. Across the Great White. Out the unknown. They'll run out of fuel and die. But we're not using fuel. We'll build a dune ship on wheels with a sail to catch the wind. Why are you telling me this? I think you might help me, for a price. I've found a fitting sail. I know where to get it, but not how. Super, as a reward, treasure from the days of old. Still buried beneath the dunes and ruins. Und zugegebenerweise, Pink Eye will das große Nichts überwinden und den wachsenden Wahnsinn von Skrotus hinter sich lassen. Doch ihre Crew hat kein gutes Segel für ihr Dünenschiff. Schon Dünnschiss lesen. Skrotus und nicht Skrotum verwendet ein altes Werbebanner als großen Tausammel und einen naheliegenden Lager. Der Tyrannenpeitsche. Oh. Beschaffe das Banner für Pink Eye. Belohnung ein historisches Relikt, das ein verstecktes Treifenlager zeigt. So, wo ist denn das? Na, naja, es geht ja noch. Aber müsste da noch gar nicht hinfahren. Na gut, dann weiß ich, was wir in dieser Folge noch machen. Den Heißluftballon klar machen. Und dann holen wir uns die krasse Tyrannenpeitsche. Oh, das ist der Typ, der so heißt? Ich weiß doch selber nicht. Ups. Bisschen zu nah an der Wand gefahren. Aber guck mal, wie viel Schaden ich wieder bekommen habe. Nur wegen diesem scheiß Stein.
Ich gehe mal schwer davon aus, dass ich dieses Fahrzeug mitnehmen soll. So, ich muss da wahrscheinlich irgendwas rüberwerfen. Auf einen Benzinkanister am besten. Yep. Wow. Oh no. So, wunderbar, Leute, wir haben es geschafft. Ich hoffe, ich kann hier... Jo, ich kann einsteigen, wunderbar. Der Ballon hat, hat er keinen Sprit, leerer Tank. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Reingucken, wieder mal bei Mad Max in 4K. Hoffe, ihr seid gut unterhalten worden mit dieser Folge und wünsche euch noch einen schönen Tag. Weiterhin auch viel Spaß auf dem Kanal. Checkt auch Fallout 4 und die ganzen Armor-Folgen von mir. Ansonsten lasst einen Daumen nach oben, da würde mich sehr freuen. Aber jetzt haben wir gerade noch die Hand angehauen, da mein Mikro ansteckt. Macht's gut und bis morgen bei Mad Max. Ciao.